Nach Spielbeginn kannst du den Charakter nicht mehr bearbeiten. Eine Bearbeitungsfunktion ist für die zukünftigen Updates geplant. Warst du auch ein Mädel am Anfang? Ja, das kannst du ändern. Da gibt es zwei Charaktermodelle. Ah, hier sind auch. Aber die Mädels sehen auch cool aus, nur mit den grünen Haaren und so. Definitiv. Das ist eine Hautfarbe, du kannst die türkis und so machen. Sieht aus wie ein Avatar. Mintgrün, ich lasse dir davon Mintgrün, Digga. Nee. Gibt's kein Schwarz? Oh, gibt's. Man kann den davon schwarz machen. Ich mach den grau. Ich mach den einfach eine graue Haut. Und ein bisschen blau noch mit bei. Das sieht aus wie eine Leiche. Ich mach den in schwarz, ich mach den grau, das sieht gut aus. Oh, jetzt. Ich mach den ganz fett und ganz dünne Beine. So richtig, ja. Beintraining. Beintraining wird überbewertet. Ja. Ja. Komm, ich lege ein bisschen Holz ab. Nein. Oh, ich brenne. Du bist durchs Feuer gelaufen. Irgendwas hat da hinten gebrannt und ich hab's Feuer entfacht in mir. Da war doch irgendwo. Endlich. Oh, das dauert ja ewig. Was denn? Ach, diese Farm zu bauen hier. Ah, ich hab's gerade gesehen. Dum, 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 dum. Dum, 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 dum. Welche Frisur hast denn du genommen? Die eine neben der anderen. Weißt du, welche ich meine? Ah, die da. Ey, ich hab die Hälfte. Ich wollte jetzt nicht unbedingt dieselbe Frisur anwählen. Ach, das ist doch. Egal. Ja. Die Stimme. Was war das? Was? Warst du das oder? Das war ich. Okay. Hat ich da seine Stimme nachgemacht. Leute, wir gucken diese Slots an. Ein Huhn, ein Schaf und irgendwas komisches. Ja. Ich sehe ein bisschen komisch aus, man kriegt keinen Schrecken, wenn du mich siehst. Leute, er findet einfach so ein Tablet auf. Wäre nichts Neues. Also ich bin deinen Anblick gewöhnt. Ja, danke, Arsch. So oft sehen wir uns gar nicht. Lügt doch nicht. Ich bin irgendwo am Meer. Ich habe die Bilder von dir. Guckst du dir immer an, heimlich, ne? Boah, die Maus empfinde ich kalt. Warte mal.
Man kann instinktiv schneller laufen. Hier ist ein Slot, ja. Das ist Level 4. Ja, man drückt gleich die richtige Taste, ne? Ja, aber die Grafik ist ja Bombe, ne? Ja. Und der Look, der ist schon recht nett gemacht, finde ich. Also. Ja. Definitiv. Wow. Mein Holzfundament. Sammle herabfallende Äste, oder? Weg mit dem Baum. Meine Waffe geht gleich kaputt, also meine Axt. Wo kann ich ihn sehen? Map. Ich weiß nicht, wo ich bin, ne? Du bist aber bei mir drauf, oder? Ich weiß nicht, wo ich das sehen kann. Ich auch nicht. Option, Gilde. Spieler 2 von 4 sind drauf, okay. Also du bist irgendwo. Irgendwo hier bist du. Okay, man kann hier in dem Turm auch Sachen bauen. Ich soll hier eine Werkbank hinbauen. Echt? Ach, bist du vielleicht hier drüben bei dem Turm, den ich da eben gesehen hatte? Keine Ahnung, ich bin irgendwo auf einem. In links. Ja, ist das. Ja, ich hätte jetzt nicht Turm gesagt, sondern das ist so eine Burg. Ja, das, da habe ich auch angefangen. Ja, ich soll hier jetzt eine Werkbank hinbauen. Ich weiß nicht, ob ich die unbedingt hier aufbauen muss. Hier ist ein Überlebender. Ein Überlebender? Echt? Weißt du, Überlebender? Ja. Okay. Ich brauche Stein. Leinstein. Ein Erz, Erz. Ach, da ist so ein Stein. So, opa, 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 zum Batterie. So, jetzt. Das Waffenrad ist ein bisschen buggy. Man wechselt. Survival Guide. Öffne B und baue Menü. Kann ich die Werkbank später wieder abbauen? Ja. Mitnehmen? Nein, die reißt du ab. Okay, ist ja nicht schlimm. Ich würde sie nur hinbauen, dass ich diese Quest hier mache. Ja, eh auch noch die primitive Werkbank. Von daher. Gibt es anscheinend noch eine bessere. Okay. Technologien. Gleitschirm. Arm. Gegenstand. Wichtiges Objekt. Standfackeln. Ah, kann ich nicht mehr freischalten. Auch noch nicht. Okay. So. Aber neue Gegenstände brauchen. Technologien. Oh Gott. Wird immer wohnlicher. Paladin.
bei so einem Bruchstück. War ein Stein. Machen wir mal eine Seite zu. Macht's. Verlappt ein anderes. Was überlappst du, Alter? Holztreppe. Okay. Eckige Holzwand. Das ist doch. Hey, der kann ja sogar klettern. Ja, und ziemlich gut sogar, finde ich. Ja. Stört der Baum hier einfach nur. Kann ich die Werkbank einfach hier lassen? Ja, ich habe da oben auch irgendwo eine stehen, ne? Von dem Ampfeingen. Jetzt ein Schuh draus. Es gibt weibliche und männliche Hühner. Also hier nicht Hühner, sondern Bauwerk. Gibt's als Weibchen und als Männchen. Okay. Also ist es bestimmt möglich, die zu paaren. Ah, noch so ein Wollball-Ding. Schade, dass man die Objekte nicht einfach nur verschieben kann innerhalb vom Lager. Das finde ich ein bisschen blöd. Ja, das ist ärgerlich, wenn du jedes Mal abbauen musst, ne? Lass die Pals in deinem Lager frei und sie suchen sich selbstständig Aufgaben, die sie verrichten können. Ey, ist ja besser als Kelvin hier. Alles besser als er. Der sammelt Steine. Cool. Soll jetzt so ein Palball herstellen, keine Ahnung. Finde das Zeug da findet. Das sind diese blauen. Ja, aber ich kann die nicht abbauen. Die findest du auch, glaube ich, wenn du ganz normal. Ach, du musst erst eine Spitzhacke craften. Da musst du Steine sammeln und Holz. Okay, nur einen. Wollte ich bauen? Ein Palstrohbäckchen. Boah, hier ist ein Fluss. Also hier ist am Wasserfall ist hier ein Fluss, voll geil. Sieht optisch einfach richtig cool aus. Ja, optisch ist das Spiel richtig schön. Allgemein gefällt mir das ja sehr gut. Ich hab so einen Ball gefunden. Ja, das sieht definitiv schön aus. Und läuft halt auch extrem gut, ne? Also. Dafür, dass es nur Early Access ist. Hier ist was Grünes. Irgendeine Statuette. Ja, das ist ein Schnellreisepunkt. Inventar. Aha. Lagerstufe 3. Ach, der baut hier Steine ab. Oh, das ist aber ein fleißiges Bienchen.
Ach, dann gehe ich mal weiter hier. Ah, der muss geheilt werden, okay. Muss man hier alle Slots fangen? Also alle Tiere? Müssen nicht. Ach, da kann noch einer. Warte mal. Wie kann ich denn diesen Ball in die Hand nehmen? Auf Q wirfst, setzt du den ein und auf E hängst, setzt du deine ein. Auf Q wirfst du den Ball auf andere, musst aber zielen. Ja, danke. Ich hab's gerade daneben geworfen. Ich habe einen gefunden und daneben geworfen. Das kann einer sein, den ich daneben geworfen habe. Die müssten dann da rumliegen. Ja, ich dachte, ich habe einen gefunden. Versuche mal einen zu fangen, aber ich habe es daneben geworfen. Weg war. Ja, da muss man aufpassen. Vielleicht finde ich noch einen. Depresso baut Depressionen ab. So gut. Ja, da liegen lauter lose Steine gerade rum. Kannst am Ende aufsammeln. Ja. Doch wie krieg ich die in den. Ja, ach, komm. Ich habe jemanden gefunden, ich loote den. Er sieht mich bestimmt nicht. Hungrig, ich esse erstmal einen Kebab. Oh, sieht so aus, als würde ein Kebab essen. Ich sehe dich aber auch nicht auf der Map. Ich sehe dich. Hä? Guck dich mal um. Mal sehen, ob du mich findest. Auf der Map siehst du mich nicht. Ja, auf der Map. Guck dich mal da ein bisschen um. Dreh dich mal. Ach, da, Level 3, sinnlos. Gott! Siehst du denn aus? Kann man was machen, warte mal. Kann man denn machen? Ich kann auf F. Warte, bleib stehen. Gilde beitreten. Ah. Yay. Natürlich hast du auch so rote Augen gewählt wie ich. Ne, meine sind rosa. Okay. Meine sind schöner, sie sind was Besonderes. So, der Paar gesucht. Ich suche mal ein bisschen Zeugs. Du musst eine von diesen Bällen hier bauen. Ja, der Paar hier, meiner, der Depresso, der hier die Steine zerkloppt, der hatte gerade das Zeug unten. Ich hab so eine Eule. Depresso gönnt sich ein Häuschen. Kaldium-Bruchstücke. Toll, hier ist so ein Fliegevieh, ne? Hm. Was hab ich denn für Level? 7, 7. Ah, ich brauche einen Sattel, dann kann ich auf diesem. Ich habe Ei gefunden. Hirsch reiten, ja. Gewöhnliches Ei. Bild. Baseballschläger. Nein, Bro. Holzfäller, damit kann man dann, ja. Tim, kannst du Brücken bauen? Nee. Okay. Schade. Futterdruck, komm, Futterdruck ist gut, den brauche ich.
Ein Futtertrog. Gildenmeister. Der Floki. Ja. Ja. Ich will dieses Feuerviech fangen. Aber das rennt weg. Unbedingt Pfeil und Bogen herstellen. Genau, faltsame Naturgewalt. Okay. Die sind überall Kisten, ne? Hm, die stehen überall immer mal rum, ja. Ja? Lauft hier jetzt nicht 3 Tage hinterher. Hey, warum kann ich den nicht schlagen? Jetzt hast du ihn getötet. Wollte ich kann ihn nicht fangen. Ich habe keine Dinger, ich habe keine Bälle. Ich kann ja mal gucken, ob ich dir welche herstellen kann. Ich suche immer noch nach diesem Pfahl. Pfahl sag ich schon. Nach diesem Paldium. Ja. Nicht das, was ich hier finde, kann ich nicht abbauen. Ja, komm. Jawohl. Sehr schön. Kannst du auch Steine auch verprügeln, also diese Felsbrocken? Achso, ich dachte, das kommt nur von den Blauen. Nein, nein. In den Blauen sind die eher drinne, also sind auch mehr drinne, aber in den normalen kannst du auch welche finden. Okay, dann probiere ich's. Jetzt muss ich nur noch so ein. Teilweise liegen die auch nur rum. Die Teile. Ja, ich suche mal. Auf Futter drauf. Futterdruck. Nein. Brauche mehr Ausdauer. Mal ein bisschen Futter reinlegen. Ein bisschen rote Beeren. Beerensamen, nein. Gleich. Dann bei. Oh lol, hier sind welche. Ich leg erstmal Beeren rein. So. Also jetzt kann ich bestimmt. Hier liegen welche, wo ich stehe. Ich hab welche gefunden. Wie kann ich die craften? Mit B. Ach, braucht dafür eine Werkbank. Alles. Ja, kannst du bestimmt meine hier oben benutzen. Ich geh gleich mal gucken. Selbst wieder zu viel mit mir rum. Eine. Man braucht so viele Steine. Normaler Schild. Hauptsache es bei mir steht, dass sein Depressum sich, Depressor sich Dings ein Päuschen gönnt. Ja. Ist wichtig für dich zu wissen. Hey lol, du kannst dir, ich kann mir selbst Nahrung geben, wenn ich jetzt einen von diesen Viechern hätte, könnte ich dir Nahrung geben? Mhm. Brauchen die was? Ja, die brauchen.
Gerade wenn die hier arbeiten, ich habe einen Futterdruck für meinen Depresso eben aufgestellt, damit der sich sättigen kann. Er hat auch ein Bett, auch ein Schläfchen. Okay, bist auch fürsorglich. Hat man irgendwo einen XP-Balken? Ja, ich glaube im Menü ist der über Tab. Kannst du den erreichen? Was machen meine Werkzeuge? Oh, meine Rüstung hat Schaden. Gleich mit Stoff. Deswegen hast du dich schon wieder gekloppt. Auf. Wohin anscheinend? Leder. Wolle. Holzfasern. Hier ist noch ein Ei. Was ist das für eins? Ein heißes Ei. Heißes Ei, ein gekochtes Ei oder ein heißes Ei? Ein heißes. Ich glaube, er ist heiß auf mich. Das Ei ist heiß auf dich? Ja. Achso. Ei hat auch Bedürfnisse. Eier haben Bedürfnisse. Warum ist mein Depressiver bei mir? Ein depressives Ei. Cool. Hast du meinen Stream an? Ja, hä? Schleppst du den mit? Ja. Lol. Außerdem kann ich diese Bälle an der normalen Werkbank bauen? Ja. Musst du. An der normalen Werkbank bauen. Okay. Und dann, wenn du Tab drückst, Technologien, kannst du dir Dinge freischalten. Das habe ich gesehen. Das mache ich jetzt immer mal, wenn ich immer mal Punkte sehe, dann mache ich das. Alter, was man alles machen kann. Ich gucke. Musikzimmer, Set, Generator, Stehlampe. Ah, Terrafair. Ah. Es gibt extra Bälle wie im Pokémon für Stärkere. Ganz kurz. Kann der schwimmen? Weiß nicht. Ich habe keinen Bock zu ertrinken. Ich würde gerne irgendwo hinschwimmen. Ja, der kann Handgranaten. schwimmen. Der Okay. kann schwimmen. Man kann Handgranaten herstellen und Pistolen. Munition, Alter. Brauche ich. Ultra fair. Wäre Platin, das ist schon hochwertige Metallrüstung, Kühlschrank, Blindenmunition, hitzeresistente hochwertige Metallrüstung, elektrische Küche, Elektroheizung, Eisentor, Ganz ey, kurz, ich habe gerade PAL-Dings da hergestellt, Sturmgewehr. wäre, aber sind nicht da. Die musst du nochmal mit F aufheben von der. Jetzt muss ich wieder zurück, ich weiß. Okay. Wir fangen mal. Als Flammenwerfer auszurüsten, okay. Was? Ich hoffe, das Ding ist nicht despawned. Ich habe gerade 4 Stück gemacht. Aha, jetzt kann ich eine Spitzhacke bauen. Ach, wenn es dunkel wird, fängst du an zu frieren ohne Kleidung. Mach dir eine Fackel am besten. Gut zu wissen. Kann ich die Fackel halten und gleichzeitig irgendwie Laufen?
Ja. Stoff kann ich craften. Vielleicht kann ich mit Stoff gleich Klamotten craften. Ja, dann musst du die Klamotten erst freischalten in Technologien. Okay, was für ein Level kommen die denn? Level 2 oder 3, also recht früh. Technologien. Ja, die liegen dann einfach so leblos hier rum. Nee, Kleidung kommt mit. Ah doch, Kleidung kommt, aber ich habe noch keinen. Nicht genug Stoff. Ah, ich habe auch ein Ei gefunden. Ja, ich habe jetzt zwei. Man kann den Brutkasten machen, steht da. Oh, ich friere. Warte, ich bin gleich bei dir. Komm mal zu mir. Ich habe eine Werkbank, ich wollte gerade eine Fackel bauen. Bringt dir das was? Wenn ich bei dir stehe mit meiner Fackel. Nee. Ja. Warte mal, ich baue mal eine. Da ist auch ein Schnellreisepunkt. Damit kannst du in die Basis und da ist ein Lagerfeuer. Ich hol's mir gleich. Nee, brauchst du nicht holen, der steht doch fest. Fixiert. Schnellreiseding meine ich. Ja, das steht da fest. Das ist so eine Statue, die leuchtet. Weißt du, wie ich meine? Ja. Oh, viel besser. Wie lange hält denn so eine Fackel? Weiß ich nicht. Mir ist noch keine ausgegangen, aber ich schätze mal, die rennen irgendwann ab. Gut möglich. Hey, ich habe mir so einen Ball geworfen, der ist einfach abgeprallt. Hast du es geschwächt? Nein. Maul hier. Ich finde das mit den Schnellreisepunkten auch geil, weil dann kannst du ein bisschen erforschen und kannst jederzeit in deine Base schnell zurück. Ja. Oh, ich bin bei dem Turm. Und ich habe schon wieder Hunger. Ach, das sind Bärensamen. Oh, ich habe. Oh. Oh, ich sollte mich um Nahrung kümmern. Scheiße. Ich bin tot. Fuck. Weil dieser Hirsch, der ist so überpowered. Ich konnte bei dir in der Base starten. Gut. Hast du wen? Ich muss jetzt meine Sachen holen gehen. Wenigstens einen guten Startpunkt. Du musst nicht komplett von vorne anfangen. Ja, das stimmt. Oh, was ist das denn, Alter, für eine Qualle? Tombat. So ein riesenfliegendes Ding, was leuchtet. Sieht aus wie ein. Was sieht das denn aus? Wie so ein. Ich hätte fast gesagt, Mensch, der fliegt. Wenn du von deiner Base runtergehst, so ein bisschen runterläufst. Hm?
Tombat heißt das Ding. Guck's dir mal an. Ich mach, ich bin aber weit weg von der Base gerade. Hier ist noch so ein Hirsch bei dem Tor. Falls du einen fangen möchtest. Ich habe noch nicht mal in der Presso hier fangen können. Der hat mich gerade getötet. Schau, dass du für dein erstes ein Level 1 fängst. Kann ich so als Tipp geben. Die sind nicht ganz so stark. Und die wehren sich meistens nicht gleich extrem. Presso müsste Aggressor heißen, ey. Echt so. Hilft immer sofort an, als erstes. Kann ich den Veteran fangen? Lustig wär's. Kannst ja mal versuchen, ich kann ja mal versuchen, dich zu fangen. Ja, das wär's. Ich wüsste gerne mal, wie es von innen aussieht. Das frage ich mich übrigens schon immer, wie es in so einem Pokéball aussieht. Bestimmt wie in Genies Wunderlampe. Ja, genau. Hier liegen die Bälle überall rum. Das finde ich nett. Ah, da ist ein Schnellreisepunkt. Hier ist ein Dorf. Ist ein Dorf. Ich glaube, je nach Uhrzeit tauchen hier verschiedene Wesen hier auf. Was ist das denn? Ein Alpaka? Komm ich da? Ein Alpaka. Melpaka heißt das Ding. Okay. Es rennen mir gerade zwei hinterher. Kleines Dorf. Ich hoffe, die sind hier friedlich. Radtante. Ey, das nenne ich mal, das ist mal ein schönes Survival Game mit richtiger Besiedlung und so. Und NPCs. Ja. Das ist mal. Selbstverständlich. So. Alter. Milizwaffen mit Sturmgewehr steht hier rum. Okay. Höhlen erforschen soll man. Hier ist ein. Ja. Was gibt es denn so? Baupläne, Hasenohren, Haarreif. Aha. Kannst du mir von diesen Bällen so ein paar mitbringen, wenn da welche rumliegen? Ja, ich kann dir auch einige machen. Boah. Oh ja. Was denn? Ach, hier diese Baupläne. Wie? Medizin ist auch teuer. Einmal eine. Ja, ich komme jetzt in mein Lager zurück, teleportiert. Also in unser Lager. Ich bin vor deinem Lager quasi. Versuche so ein
Melpaka zu töten. Weil ich eh nicht fangen kann. Weil ich keine Bälle hab. Ah, und hier hinten bei dem Dorf ist der Kingpaka, anscheinend der Anführer. Oh, dann der Presso kommt gerade mir zur Hilfe. Stimmt, weil du wahrscheinlich in der Gilde bist. Ja. Der hilft dir gerade, ne? Ja, der hat ihn gerade getötet. Palsaft habe ich gefunden. Warte mal, ich kann Bälle herstellen. Dafür muss ich zu dir in die Base. Ja. Und ich kann Kleidung herstellen jetzt. Wieso kann ich den nicht runterlassen? Hm? Leute, dein Lamm hat gerade XP dafür bekommen, dass ich hier Dings gemacht habe. Hä? Ich bekomme meinen Pal nicht mehr. Schmeiß weg. Ja, geht nicht. Oder kannst du ihn wechseln? Mit dem anderen? Ich hab den aufgehoben. Ah, ich sollte F drücken. Ich hab kein Holz mehr. Ach, warte, ich wollte dir doch Bälle geben. Wo bist denn du? Ich hab gerade so ein Ding gefahren. Ach, du hast Bälle jetzt. Ja, ich habe aber noch zwei Stück oder so. Ich dachte jetzt, ich mache mir noch mal ein, zwei Stück schnell. Dass ich da welche fangen kann. Weißt du? Hm. Ja. Dankeschön. Ah, okay, hat geklappt. Warte, dann nehme ich... ein bisschen Holz. Ich leg noch mal welche ab. Ja, ich komme sofort. Dankeschön. Ja. Was ist das? Ah, man kann den leben damit. Warte mal, kann ich einfach reinlegen? Weil die haben... Warte mal, kannst du einen reinlegen und ich kann das dann sehen? Hier sind welche drinne. Hier Schafe. Hier Schafe, dieses Kätzchen, mein Depressor, okay. Und mein Reguli. Du kannst meine anscheinend nicht sehen. Aber du kannst meines sehen, oder was? Nee, kann ich auch nicht. Ich dachte, vielleicht kann ich das. Also man kann sich im Prinzip auch nichts weglooten. Finde ich auch gut, dass man jetzt, wenn es mal ein Ei aufhebt da, dass das sich nicht weglooten kann. Hm. Ja. Auch irgendwo. Ja. Ich brauche Holz. Gerade wenn man mit mehreren spielt, kann das, glaube ich, dann sonst chaotisch werden. Ne, das ist meins. Sicherlich Leute, die auch das mit Absicht machen dann. Mhm, gerade auf öffentlichen Servern dann. Ja. Ach, mir wird angezeigt, wenn ein von deinen Pals gewinnt, okay.
Ja, bei dir auch. Deswegen habe ich mich vorhin gewundert, warum mir angezeigt wird, dass dass du zurückgekommen bist. Also ein Brutkasten wäre jetzt cool, ne? Weitere paar Strohbetten. Ah, und wieder bauen, 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 bauen. Warum baust du Bette für die nochmal? Damit die sich erholen können, wenn die hier im Lager was arbeiten. Ah, okay. Sonst sind die schlecht drauf. Okay. Nur wenn sie arbeiten, brauchst du das. Ja. Ist auch um hier dieses Teil, Palstation, diese Palbox zu verbessern. Jetzt können 4 Pals arbeiten. Da hätte ich doch mal 4 Schafe. Hier ihren Dienst richten. Ich baue mir gerade einen Gleitschirm. Bin ich mal gespannt. Ich bin tot. Komm wieder. Ja. Aber dein Loot hast du immer wieder finden können. Ja, ja, das wird dann. Das ist also eine riesen Säule quasi. Kannst du über die ganze Map sehen. Ach, also nö. Ich habe oben auf der Links gestartet. Auf der Burg. Aber ich konnte direkt schnell reisen zu meinem Loot. Also ich, weil ich direkt daneben bin. Kannst du nicht einfach eine extra Hütte bauen, irgendwo nebenan und einfach nur mit Betten voll machen, über 2-3 Stockwerke, ist das scheißegal. Ja, theoretisch, aber jetzt habe ich so angefangen, jetzt ziehe ich es durch. Ach, die helfen mir beim Ausbauen, das ist ja cool. Deswegen hat dein Schaf vorhin XP bekommen. Diese Fähre. Ich glaube, ich baue noch eine und lagere das um. Die Hütte besser ausbauen kann. Wenn das geht. Ja. Falsche Taste. Holz. Wachsen die Bäume nach? Ja, die wachsen nach. Läuft. Höhle.
reicht das? Ja. Ah. Zäune. Rückbaumodus. Das ist blöd. Gerade. Dann mache ich hier nur so ein Mini-Haus raus. Nein, ein bisschen was. Oh Mann. Müsste eigentlich so eine Umgebung geben, wo es viele Slots gibt, wo es viele Bäume und so gibt. Man muss die als farmen lassen. Es geht ja, man kann ja eine Holzfällerei betreiben. Bei Technologien kann man freischalten und Steinbruch und alles, ja. Hier, Steinbruch. Kannst du Stein deinem Lager abbauen? Für die Arbeit benötigt man als die Bergbau beherrschen. Und das gibt es dann auch nochmal als Holzfällerlager. Okay. Das klingt cool. Das. Das schon craften. Ja. Lol. Man kann am Haus hochklettern. Ey, das ist echt cool. Vor allem praktisch. Das ist echt, echt mega. Ja. Wäre es in Ordnung, wenn ich hier eine Base bauen würde? Ich bin jetzt gerade vor. Es gibt doch diesen Durchgang, wo man, bevor man zu diesem Turm kommt. Ja. Vor dem Turm, da ist so eine riesenfreie Fläche. Ja, da war ich ja eben. Etwas weiter ist das kleine Dorf. Ja, ich würde nur hier einfach eine Base bauen und kann ich ein paar Sachen lagern und so. Ja, kannst du machen. Und wenn das geht. Achievements da. Auf Dings freischalten. Wenn das geht. Schau mal. Sieht schon. Da ist auch ein riesiger Lebensbaum, oder wie das aussieht. Weiter hinten. Das ist gigantisch, der Baum. Ah, stimmt ja, das wollte ich auch. Da oben, das grüne Viech. Level 17. Level 17, das Dinosaur. Ah, nein, nicht noch zu, glaube ich. Kann ich ja mal dieses Etikettier probieren, aber zweifle es. Das schaffe. Oder wir können auch zusammen hier ein Lager hinbauen später, ne? Wenn du da irgendwann nicht Bock, keinen Bock mehr drauf hast. Da wo du gerade bist. Junge, der rammt den einfach. Und wieder wegfliegt. Ja, Mann. Der kann sich überhaupt nicht wehren. Der rammt den, der spuckt danach. Oh, 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 oh. Ich bin gleich. Ist schon ein bisschen weg bei deiner Base. Was mit den Pals, die ich Die bekommst du genauso, wie du
Ach, die liegen dann nur hier rum, nehme ich mal an. Ah, okay. Niederlage. Ah, ich konnte auswählen, an welchem Punkt ich wieder einsteigen möchte. Finde ich gut. Ich Ist wirklich, bin's. finde ich, gut gemacht. Das, und die Punkte sind nicht so weit voneinander entfernt. Ach, Hey, die Pals habe ich. warum habe ich mein Schaf in der Hand? Ich bin gegen das Ding gelaufen, da hatte ich plötzlich in der Hand. Hast du F gedrückt? Kann sein, aus Versehen vielleicht. Ich muss meine Rüstung reparieren. Okay. Mein Hirsch, der muss natürlich geheilt werden. Hier rein. Ein Bärengarten. Ach, den muss ich erst in Technologie freischalten, wahrscheinlich. Bei Technologiepunkte. Okay, also man schafft es nicht, gegen Monster zu kämpfen, die wesentlich auf einem höheren Level sind, die eigenen. Ne, ist gut zu wissen. Macht ja eigentlich auch Sinn. Ja, aber man hat fast keine Chance. Was heißt trainieren, trainieren? Kämpfst du auch oder? Ach. Warum? Ah, ich meine hier mein Feuerfuchs. Achso, ich dachte, du meinst mich, weil ich kämpfe zwischendurch auch, ja. Kann man auch steile Wände hochklettern? Also ich konnte bis jetzt, also meine Lagerhütte konnte ich die steile Wand hochklettern. Schnellreise. Hast du ein Lager gebaut? Nö. Ich habe nur so zwei, drei Sachen hingesetzt. Ach so, weil ich habe gerade gesucht, ob ich zu dir schnell reisen kann in dein Lager. Aber dann nicht. Versuche gerade Sachen loszuwerden. Ich habe 2 Kilo zu viel. Aalhändler, okay. Puh, sind die teuer. Kann ich dem auch welche verkaufen von mir? Tatsache. Tatsache. Ah, wenn deine Ausdauer leer ist, kannst du nicht mehr klettern. Genauso wie beim, also wenn deine Ausdauer leer ist, kannst du auch nicht mehr schwimmen. Gut zu wissen. Du kannst quasi nur Bereiche hochklettern, wofür deine Ausdauer reicht. Man kann Pals verkaufen.
Und kaufen. Ja, hier im Dorf ist so ein Händler, ein Palhändler. Würde ich nicht angreifen, der ist Level 30. Und hier steht eine Miliz mit einem Sturmgewehr. Ah, hier sind auch Betten zum Ausruhen. Müssen wir wahrscheinlich beide gleichzeitig machen. Das kann sein, ja. Dann würde ich hier gleich ein Bett mal bauen. Oder kommst du bist doch nicht weit weg von dem Dorf, oder? Keine Ahnung, wo ist denn das Dorf? In die andere Richtung. Dreh dich um. Ah, Kannst du ganz kurz. mich Hier ist noch sehen einer. auf der Map? Hier ist noch einer. Ich will nur kurz den einen noch fangen. Und mein Inventar ist voll, ich müsste eigentlich die Kiste bauen. Stock. Ja, was? Mach wieder so eine Statue, Statuette. Statuette. Statuette statt Jokurette. Hinten sind gar keine Pals in dem Winkel. Oh, hier hinten ist auch das weit offene Meer. Aussieht. Wo ist denn die Kiste? Wir erst nur die Kiste gebaut. Über B. Und du musst sie in Technologie auch erst erlernen. Das habe ich, das habe ich. Zwei Stoff, zwei Holz. Ah. Mir fehlen noch ein Meine? paar Sachen. Ja, bei Aufbewahrung. Baumenü. Kann ich die Dinger fangen, wenn sie schlafen? Muss die schwächen. Ich glaube, das funktioniert nicht. Das habe ich auch probiert vorhin. Müssen wir schlafen? Also verliert der Charakter dadurch irgendwie Leistung oder so? Jetzt nicht. Also jetzt, so habe ich es noch nicht provoziert. Also ich habe jetzt, glaube ich, nur einmal geschlafen, seit ich das Spiel spiele. Und er sieht nicht müde aus. Okay. Mann, lass diese scheiß Schaf los. Ich nehme es als aus Versehen in die Hand. Passiert mir auch immer. Gehe öfters in die Stadt. Gebe ich aus Ich will Versehen so ein eigentlich. Schaf auf. Ich will eigentlich eine Truhe erstellen, damit ich meine Sachen ablegen kann und dann zu dir kommen kann. Aber mir fehlt das Material, um die Truhe. Ja, ich bin auch ein bisschen weitergelaufen. Ich möchte hier hinten suche ich jetzt noch einen Schnellreisepunkt, den möchte ich. Hinten gibt es Ruinen. Wer weiß, was für Pals ich jetzt noch finde hier hinten. Ja, deswegen wollte ich eigentlich kommen, wenn ich genug Platz habe. Höre was. Was denn? Haben irgendwelche Viecher gerade jault.
Wolf. Komm schon, komm schon. Ja. Hat aber gut gezerrt an meinen kleinen Firefuchs. Erst von Kunze gefunden. So, jetzt einen Schnellreisepunkt finden. Das wäre nice. Schön, wenn die bei mir auch aktiv wären. Stimmt, das Dorf kannst du ja auch nicht sehen, ne? Nee. Ja, wenn ich komme, ich zurück. Was? Alles ein, gut. Ein gewöhnliches Ei mit pinken Streifen. Da hinten ist erst wieder ein Schnellreisepunkt. Ah, ich sehe dich von hier. Ich sehe hier auf dem Berg. Kannst du das Ding mal hier töten? Oder zumindest schwächen, dass ich es fangen kann? Der ist gerade verbuggt. Steht hier auf meinem Schaf. Ich bin weiter weg von dir. Egal. Oh, hier ist irgendeine Base. Lager ist das. Okay. Ja. Sehr gut. Hier ist ein Vieh, das mich angreift. Ohne dass ich es angegriffen habe. Ja, das, manche sind so aggressiv. Depresso zum Beispiel ist auch so einer. Ah, ich. Schnellreisepunkt. Ich habe keine Lust zurückzulaufen. Ah, wenn man rechts gedrückt hält, kann man es ranzoomen. Och ne. Das ist so weit, da muss ich da lang. Ah, ich laufe zurück. Kann ich. Nein. Acker zurückbauen. Turm des Wayne-Syndikats bist du, okay? Dann scheint auch irgendeine gegnerische Truppe dann, hm? Keine Ahnung. Klingt so. Syndikat. Ich habe noch kein keinen gesehen. Auch nicht. So feindliche NPCs, ne? Ja. Boah, ich habe so einen Slot gefangen, Level 12. Der hat mich fast gekillt. Können wir eigentlich unsere Pals gegeneinander antreten lassen? Bestimmt. Das wäre ja eigentlich nett. Oh, hier ist so ein Igelviech. Igelviech? Das sieht so ein gelber Igel, also so ein mit gelben Igelstacheln. Ein Jothog. Ich
Der läuft aber weg. Komm hier. Komm. Ist das eine Pfeil und Bogen zu werfen? Ja. Ein Äffchen, der heißt Tanzi. Ah, hier ist ein Wilderer. Okay, hier sind Gegner. Hier sind Gegner. Tanzi habe ich gerade auch gefangen. Hier sind Feinde auf Level 6. Hier ist so ein weißer Stein. Kleine Palseele. Hast du gehört, hier war so eine Gegnertruppe, mehrere Leute auf Level 6. Nein, aber die waren kurz davor. Gott, wenn ich jetzt sterbe, ey, ich verliere alles. Das finde ich nie wieder. Doch, das ist auf der Karte markiert. Achso, ah, gut. Der Karte und du siehst so eine ganz große Säule hochsteigen. Ja, das sind die alten Minecraft-Ängste. Ja, ist echt so. Windstieghügel. Ich finde es gut, dass man nicht massenweise irgendwas fressen muss, damit man ein Leben bekommt. Ja, der Hunger hält sich in Grenzen, ne? Ja. Finde ich auch gut, so hat kann man eher mal, hat man mehr den Drang zu entdecken und alles. Oh, das ist ein Elektromonsterchen. Klingt auch nett. Ja, dieser Igel. Das ist ein Pikachu als Igel. Ich glaube, das habe ich auch gesehen. Oh, ich habe noch einen Punkt gefunden hier. Zum Schnellreisepunkt. Hier ist wie so eine Burg oder sowas. Das ist. Ich weiß gar nicht mal, wo ich. Hier gibt es halt auch Schnellreise. Es gibt auch schöne Orte, ne, irgendwie. Ja. Okay, ich habe ein Pikachu gefunden. Das heißt Sparkit. Ein Pikachu als Katze. Schon kommt nicht aus. Jetzt habe ich es gefunden. Gefunden. Eine Kombination aus gefunden und gefangen. Gefunden. Ja, gefunden. Musste, ich habe es gefunden und das fangen. Alter.
Also hier dieser King Packer, das ist ein riesiges Alpaka. Welches Level hat denn das? 23. Okay. Hätte ich dir irgendwie sagen können, ich weiß nicht warum. Packer hört sich auch an wie so ein Alpaka. Ja, der wird von diesen zwei normalen Alpakas beschützt. Bleib doch mal. Ich habe irgendwie als Zwang so ein Dings zu finden. So diese Truhen. Ich habe ein Fuck gefunden. Ein Fuack. Was? Es wird Fuack geschrieben. Fuck. Fuck. Also wie Quack und Duck. Ah, ich bin beim Dorf wieder, von der anderen Seite. Sehr schön. Schnellreisepunkt in Homing. Nimm's ein. Man kann es leider nicht über die Ferne austauschen, der Box. Also Ja, schade. man muss dann immer ins Lager zurück. Oh gut, hey. Ich baue jetzt einfach überall Werkbänke auf, weil ich muss diese Dinger hier fangen. Ich muss sie als Bälle craften. Ich habe da Ja. nur so 4, 5 Stück, die ich Ich craften kann. finde hier überall immer mal welche. Alle, die du mit dir schleppst, levelst du, ne? Ja. Voll krass. Deswegen will ich zurück ins Lager, weil ich möchte mein Katzen-Pikachu. Ich habe nämlich ein paar coole Viecher gefangen jetzt. Joanimo. Ja, man kann auch irgendwie 10 Stück fangen, ne? Da kriegt man einen Bonus für. Ja. Ich fange einfach alle, denen ich begegne, oder töte die. Hier sind so grüne. Ne, was? Capriti. Ist so ein Bock mit so einer Pflanze auf dem Rücken. Bärengarten. Ich bin tot. Hüpst oft. Ja, kann ich nichts für. Die waren einfach zu stark. Ich habe einen Gummihandschuh. umgebracht, die waren zu dritt. Da kannst du Okay. nichts machen. Den Igel, den ich gefangen habe, eben, den kann ich, wenn ich die Gummihandschuhe habe, als Elektroschockgranate werfen. Zerkleinere eine. Nein, wo ist mein Loot? Boah, ich bin so weit von meinem Loot weg. Okay, die Punkte, die du freischaltest, öffnen sich auch bei mir. Echt? Ja, die Gegende hier. Also nicht die Gegende, sondern die Teleportierpunkte. Wie heißen die denn?
Weißt du, ich meine diese Spawnpunkte. Ach so, diese Schnellreisepunkte. Anscheinend, ja. Boah, wo geht's denn zu meinem Loot? Ach, jetzt kommen die Schafe und helfen mir bauen. Boah, ich muss einmal. Das ist scheiße, dass du keine Minimap hast. Ja, die Minimap fehlt. Man hat nur die große Map. Aber kommt vielleicht noch. Ich sehe gerade Bären, rote Bären hier oben. Ich muss jetzt einmal hier rumlaufen komplett, dass ich zu meinem Rucksack da komme. Immerhin kann man es auf der Karte sehen, das ist einfach nur mit einem X markiert. Ja, immerhin. Ja, das stimmt. Und wenn man diese Leuchtsäule hat, geht das ja auch noch. Man hat ja, einen kleinen Anhaltspunkt. Das Problem ist, ich habe mich an einem falschen Punkt wiederbeleben lassen und jetzt muss ich bis dahin laufen, das ist sehr weit weg. Das fuckt ein bisschen ab. Alter, diese Schafe haben Wolle wie blöd hier getorbt. Ich glaube, ich kann noch eine Kiste bauen. Geht noch. Lagerverbesserung. Hutkasten. Und denn der? Heiße Quelle. Ah, ich kann bald neue Klamotten freischalten. Okay. Ah, für den Hirsch, ja, gibt es einen Sattel. Das dauert aber noch, da muss ich Level 12 werden. Gibt es hier Fallschaden? Ich habe bis jetzt noch keinen gehabt. Ja, wenn man aber sehr tief fällt. Okay. Also ich bin zwar sehr tief gefallen, aber ich habe nur minimalen Schaden erhalten. Mache ich mir aber erstmal einen Bogen. Ich will doch nur an mein Loot. Never love your loot. Heißt und umsonst so, ne? Loot nach Loot. Gremis. Was sind denn Gremis? Das sind neue Monster bei unserem Lager, kann das sein? Als boah, ich entferne mich immer mehr von meinem Loot. Ich weiß nicht, wie ich den zurückfinden soll. Das Problem ist, wenn ich jetzt sterbe, dann markiert er das hier. Wahrscheinlich ist der andere Sack dann verloren. Ja, das wäre mega blöd. Ja. Aber
Aber das Spiel läuft echt gut, ne? Also. Ja. Finde ich auch. Tür öffnen. Hier. Ah. Eicheln. Oh. Kannst du deine Tiere streicheln? Ja. Das ist auch cool. Meine Pals kann ich streicheln. Ja, deine Tierchen. Was bedeutet dann Pal? Also, was soll das heißen? Das ist der Name, ja, aber was hat das irgendeine Bedeutung? Weiß ich nicht. Da habe ich noch nicht nachgehakt. Hey, ich liebe in diesem Spiel den Bogen. Warum so stark? Er ist recht gut. Und das ist nur der Schwache. Und man kann die Pals aus der Ferne killen und gerade die immer wegrennen. Hier ist so ein Lager oder so ein Wachturm. Du bist im Dorf. Ich bin in der Nähe von meinem Loot. Aber die greifen an nicht an, oder? Nee. Außer du machst Dummheiten und erschlägst jemanden. Nee, ich geh mal hier raus. Nicht, dass ich aus Versehen einen verprügel hier. Oh, ich bin gleich an meinem Loot. Ich bräuchte so Fliegevieh, Alter. Hey, hier ist Pumba. Die greifen mich an. Timon und Pumba. Hakuna Matata. Greif mein Schäfchen an, lass mich in Ruhe. Läuft bei mir, ich bin in die falsche Richtung gelaufen. Läuft. Ach, cremig sind die Ebolis, okay. Also, das bockt übelst das Spiel, ey. Ja, Mann. Das macht süchtig. Ganz nah an Anno. Ich find's halt nur schade, dass ich jetzt wahrscheinlich den Account nicht weiterspielen kann. Wenn du nicht online bist. Also, ich hab ja einen Streamplan gemacht für das Spiel. Ja. Also, jeden Freitag und Samstagabend wollte ich auf jeden Fall zocken. Ja. Ja, wir können gerne mal schauen, ob das passt zeitlich. Was heißt zeitlich? Eigentlich nur mit der Kleinen. Ja. Zeitlich definitiv, aber halt. Ne, man will jetzt auch nicht die Kleine als vernachlässigen. Ja, muss auch nicht sein. Besser gesagt, halt für die Frau da sein. Will man ja auch. Ah, ich hab keine. Pfeile mehr.
Ach, stimmt ja, ich hab ja den Gleitschirm. Ich laufe immer noch zu meinem Loot, ne? Ganz ehrlich, bis ich da bin, verhungere ich gleich. Ich weiß nicht, ob man die Pilze einfach so essen kann. Du kannst, könntest theoretisch ein Pokémon killen. Es wachsen überall Bärensträucher. Und ich finde, dass die Sachen sehr gut sättigen, dass du nicht ständig nur am Fressen bist. Das ist sehr gut. Ja, es ist schön ausgeglichen. Also, es ist nicht so frustrierend. Man kann sich schön auf diese Monsterjagd auch konzentrieren, wenn man das sieht. Ja, wie gesagt, ich mag das voll. Und das ist eine schöne Abwechslung. Ja, und es ist entspannt. Es ist, nicht, es ist kein Stress. So. Ja. Hier ist ein leuchtendes Pokémon. Ein Shiny. Hier gibt es auch Shinies. Lüftung. Irgendwas leuchtet. Oh, mein Schaf ist hier alleine. Hat sich auf so einem Felsvorsprung verirrt und kam nicht mehr runter. Ein Pilz, den man auch roh essen kann, okay. Ja, habe ich gerade gemacht, das funktioniert. Ja? Ja. Ich hole jetzt mein Loot und dann hole ich mir dieses leuchtende Pokémon hier. Ich sage jetzt einfach Pokémon dazu, ist mir einfach, ist einfacher. Ja. Die hören sich auch anders an, ne? Die, man hört die richtig so. Die so leuchten. Da habe ich noch keinen gesehen, glaube ich. Ich mache mir erstmal ein paar Pfeile. Lulululululu. Aber die sind auch stärker, ne? Der ist Level 4 und hält extrem viel aus. Und ist auch größer als die anderen. Ah. Ja, stimmt, da habe ich auch was gehört, dass es da größere gibt. Habe ich aber, glaube ich, noch keinen gesehen oder nicht wahrgenommen. Hier kann ich mein Leben auffüllen. Heilen und essen. Also, wenn du was gesättigt bist, dann gibt es Medizin, die kannst du im Dorf kaufen. Oder schlafen. Okay, Pfeile craften ist nervig. Ich mach mir 30 Stück. Echt? Ja, meine Steinaxt. Okay. Wenn ich schlafe, dann liege ich und habe solche Schlafblasen über meinem Kopf. So. Bisschen Holz. Farmen. Und dann meine Ausrüstung reparieren. Ja, ich bräuchte so. Ist das schon? Ich brauche noch deine. Waren es noch Steine? Steine? Ja, zwei Steine. Wolle. Ah, Steine. Ach, das reicht. Sonst werde ich wieder so überlastet. Gehen wir zurück. Ah.
muss unbedingt dieses Lager umbauen. Diese Hütte. Reparieren. Ah, fertig. Haltner. Heil reicht. Heile habe ich genug. Wolle kommt mit. Ah, Pferd schläft. Halt. Mach Schnellreise. Wo bist du? Kann ich dir gerade nicht sagen. Ganz kurz, ich bin voll konzentriert. Ich versuche, dieses Leuchteding hier zu fangen. Ganz kurz. Fort. Oh, ich hab's gefangen. Ich bin... Ja, ich komm zu dir. Für was? Keine Ahnung, um dich zu besuchen. Okay, weil ich habe noch nichts gebaut, ne? Ich habe nur rumgelaufen, als mein Loot endlich geholt. Ja. Okay. Also alles gut. Ich muss jetzt. Ich wollte eigentlich meine Kiste bauen, aber ich kam noch nicht dazu. Aber ich habe dieses legendäre Pokémon gefangen. Das was geleuchtet hat. Rüstung beschädigt. Kannst aber nicht reparieren. Ja, da brauchst du die Reparaturstation. Ich stelle überall diese Werkbänke hin. Ich habe eine Reparaturstation im Lager stehen. Ja, aber ich bin so weit weg. Ich bin so faul, um da hinzulaufen. Jetzt. Komm. Was denn? Ach, hier, der Depresso. Will auf die Fresso. Katzen Pikachu. Knüppel wieder ausrüsten und weiter geht's. Frag mich echt, was dieser Turm sich bringt. Schlafen. Da ist wieder ein Aggresso-Depresso. Eigentlich müsste ich zu dir kommen, damit ich mal die Slots hier austauschen kann. Die Pokémons. Geh doch ins Lager. Das ist echt kacke, dass ich jetzt so weit laufen muss. Ah komm, jetzt rüste mal deinen Pfeil und Bogen aus. So einen habe ich gefunden, ne? So einen habe ich gefangen. Den du da gerade jagst. Ein Tombett. Ja. Ja, der hat. Aua. Ah, ich laufe natürlich voll rein. Hilf nichts, ich muss ins Lager. Mich würde es mal interessieren, ob, wenn ich jetzt deine Kiste öffne, ja? Ob ich da dein Loot drin sehen kann oder nicht. Weil wenn nicht, dann könnte ich meine Sachen auch in deine Kiste reinlegen. Und ohne dass alles durcheinander kommt, ohne dass du denkst, ohne dass wir uns gegenseitig auslösen, die Sachen weglooten. Ja. Ich will eh noch Kisten bauen, von daher. Ah, da hinten ist eine Schnellreisestation. Die muss ich aktivieren. Hier liegen überall diese Pokebälle, sage ich mal, rum. Ja.
Stimmt, ich habe doch die Schnellreisestation da freigeschaltet. Also eigentlich kann ich hin und her reisen. Was mache ich die ganze Zeit? Tombett. Tausche ich mal gegen die Eule aus. Kannst hier wirken. Die verhungern, wenn man den kein Essen gibt. Ich glaube, die kann ich mir gut vorstellen. Oder die werden nicht gut drauf sein oder machen das Lager kaputt. Ich weiß es nicht. Aber irgendeine Konsequenz wird es haben, schätze ich mal. Ich muss mal die Dinge austauschen hier. Man das immer wieder neu ausrüsten, was ist. Oh. Jetzt baue ich mir ein schönes Bettchen hier rein. Ja. Der ist größer als die anderen. Hey, der geht dir helfen. Ja, ich weiß. Die Schafe sind auch alle hier zum Helfen. Oh, Status. Ja, ich kann dann dein Loot. Okay. Hey, was habe ich denn hier? Walsaft. Ach so, ich wollte dir meinen Fake Pikachu mal zeigen. Ah, neben dir. So weit habe ich auch. So einen habe ich auch gefunden. Oder hier, das meinte ich mit Wolf. Oh, der ist cool. Ich wollte irgendwas machen. Achso, ich wollte eine Kiste craften, kann ich aber nicht. Weil ich keinen Platz hab. Also kein Platz, eigentlich keine. Also du kannst an meinen Loot. Ah, ich brauche aber Steine. Hier, komm mal her. Ja. Danke. Jetzt kann ich wieder normal laufen. Ich kann eine Kiste machen. Ja, dann würde ich da einfach meinen Zeus reinwerfen, aber ich würde die nicht abschließen. Ich lasse die einfach auf. Warte, okay. Vielleicht kann ich auch so eine Kiste in meinem Lager aufstellen, dass wir zwischen unseren Lagern hin und her teleportieren können. Da musst du diese Halbox aufbauen. Ey, ich muss nur die Blaupause platzieren. Ich muss noch nicht mal mehr das Arbeiten starten. Oder? Ich habe ein antikes Bauteil und das sind einfach Zündkerzen. Ja, Zündkerzen sind ziemlich antik. Ich habe 52 Pfeile. Obwohl ich keine Pfeile... ja, weil ich hier Pfeile aktiviert habe. Weil ich welche brauche und die Pokémon... Dein Pokémon mir hilft gerade. Dein Palmon. Ich mach mal die Eier alle hier rein, weil ich kann die nicht als mittragen. Hm? Würde ich mir noch ein paar Bälle machen.
Geht schneller, ne, wenn ich dir helfe. Ich kann. Achso, Holz und Stein brauche ich. Ich bin verbuggt, ich komme nicht weg. Ah, ich bin hungrig. Deswegen habe ich keine Kraft zu fragen, hm? Ja. Ah. Irgendwas ablegen. Nein, warte, 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 warte. Oh. Braun. Äppel. Fuck, Alter, was ist das denn? Nein, nichts. Junge, dieses Ding ist richtig stark. Welches Ding? Dieser Shiny, den ich hier hab. Ja? Ja, übel, der gibt den One-Shot, den Tieren hier. Mhm. Kannst dich ja mal versuchen an so einem großen Brocken da draußen. Ich bin Stufe 9, aber wenn du willst, können wir mal an dem großen hier probieren. Der ist oberhalb deiner Base hier. Die sind ganz groß mit diesen Elefanten. Ja, Level 33. Ich habe aber keine Bälle, ne? Hast du welche? Ja. Dann könnten wir den zusammen mal angreifen. Du könntest versuchen, den zu fangen. Der rennt gerade weg. Der rennt gerade weg. Ja, der rennt wirklich weg. Ich glaube, das ist wegen meinen Dings hier. Futterbeutel. Wo bist du? Oberhalb deiner Base. Ey, ich wette, der bringt den um. Warte, ich muss hier erstmal einen Aal retten. Komm einfach zu mir. Scheiße, der ist gestorben. Der hat ihn getötet. Geh ich mal in die Base zurück. Komm mal, weil ich probier mal. Ich hatte gerade ein Internetproblem, weil die Links ist auch ausgegangen, der Stream. Ach, bei dir? Ja. Wo bin ich denn hier? Ah, ich muss das jetzt erstmal wiederbeleben. Der ist gestorben. Der ist richtig stark, Alter. Ja, das dauert immer ein paar Minuten. Ja, 10 Minuten. Guck mal gerade, wen nehme ich denn stattdessen mit? Stattdessen nehme ich auch keinen mit, ist egal. Ich gehe wieder dahin, wo ich meine Base bauen wollte. Ja. Achso, hast du vielleicht eine Kiste, die du mir mitgeben kannst? Die mitgeben kann. Ja, also die einfach wegwerfen könntest, die ich aufheben könnte, dass ich mir da eine Kiste hinstellen kann, wegen Loot hinstellen, und dann kann ich diese Kiste vielleicht irgendwann bauen. Ja, ich kann dir eine Kiste bauen, die kann ich dir da hinstellen. Wenn du das so meinst. Ultraschallsensor, was ist das denn?
Ah, nein, ich kann die Kisten auch nur platzieren, die kannst du nicht mitnehmen. Die kann ich nur platzieren. Okay. Die sind ja hier in diesem normalen Baumenü drin. Überlege gerade, was mache ich denn? Ach egal, ich lege einfach noch ein paar Sachen hier bei dir in die Kiste rein. Hier hinten im Zimmer. Oh, ich habe keinen Oh, Platz mehr. jetzt helfen mir meine Schäfchen. Ich renne einfach jetzt rüber. Ach, du bist noch da, ja. Ja, ich will jetzt aber gleich mal rüber. Zu dem Dingenskirchen hier. Ja, zu dieser freien Fläche da, dass ich da die Base hinbauen kann. Ach Aber ich so. habe jetzt auch keine Kiste mitgenommen. Ich baue jetzt einfach da eine Kiste irgendwie. Unterwegs werde ich bestimmt noch ein paar Sachen finden. Ich glaube, es ist einfacher, wenn ich hier ins Wasser springe und dann da hochkletter. Warte Probier mal, es aus. ich kann mich doch teleportieren. Dahin, in die Nähe. Hier, Warte, das Vieh hier, wollte ich ne? noch irgendwas machen? Das Ding, was ich Hier. hier habe, das hat so ein Dings. Ultraschallsensor. Der kann wahrscheinlich Gegenstände in der, oder Truhen und so in der Nähe Dings herausfinden, ausfindig machen. Okay. Giftpfeile, hölzernes Aufbewahrungsbarmöbelset. Aufbewahrung von Gegenständen. Holzfass. Ja? Was? Ein hölzernes Aufbewahrungs Barmöbelset heißt ein Holzfass. Wo muss man das noch platzieren? Ah, das mache ich mir. Hab doch hier der drin. Immer. Lol, du erhöhst deine Lagerstufe, ne? Ja. Und ich erreiche die Punkte auch. Hier Cool. steht gerade, ich soll einen Lager aufbauen und die Lagerstufe erhöhen. Ah, nein. Halsband habe ich nicht. Was? Ich habe alles für dieses Halsband da. Kann ich doch eigentlich craften. Willst du reiten oder was? Nein, Halsband für mein Bettrem. Wer ist das hier? Alarm. Ah, eine Alarmglocke könnte ich auch mal bauen, falls wir angegriffen werden. Wer greift dann an, die Rebellen? Kann gut sein. Diese komische Fraktion, die mir da vorhin begegnet ist, hinten auf der Map. Welche Stufe waren die? 30, oder? Die waren auf Stufe 6, das waren aber mehrere, das war so eine ganze Horde von diesen Typen. Ah, okay. Eine Glocke mit der Ah. Damit können die Pals dann die Angreifer entweder verteidigen oder weiterarbeiten. Stelle ich die denn hin? Erzähl die mal hier. Hier ist eine Höhle. Ja, die kann man ja erforschen. Das ist ein Dungeon. Verschwindet in 61 Minuten. Ah ja, stimmt, diese Dungeons sind, glaube ich. Der Boss ist aber Level 13.
Weiß nicht, ob ich da rein will mit Level 9. Also zu zweit vielleicht, ja, aber alleine nee. Falls du Bock hast, können wir es probieren. Mhm. Gerne, gerne. Oh, kurz nur mal nach meinem Beet. Ja. Gießen. Sind das die Wilderer, wie du meintest vorhin? Ja. Okay, die haben mich, glaube ich, entdeckt. Ah, die sind recht nervig. Vor dem bin ich dann auch nur weggerannt. Also das Dungeon sieht gut aus. Aber dafür bräuchte ich eigentlich das andere Pokémon. Weil der war gut. Dann machen wir mal Schnellreise. Bist du? Auf der Karte hinter dir quasi. Ach, da in der Höhle, okay. Ja, dann... Ich nur noch ein paar aus. Ich muss eigentlich mal in deine Richtung, weil ich habe gerade gesehen, ich kann einen verbesserten... Hä? Wo bist du denn? Brauche ich eine Fackel in dem Dungeon? Weiß ich nicht, aber bist du gerade reingegangen? Ich bin gerade reingegangen. Du bist in einem anderen Dungeon. Weil ich stand gerade vor der Tür, hab auf dich gewartet. Du bist ganz woanders. Okay, dann gehe ich raus. Hier sind nämlich lauter Wilderer drin. Die werden in dem anderen wahrscheinlich auch sein. Okay, jetzt hängt es kurz bei mir, das Spiel, beim Laden. Na, die Zeit gebe ich ihm. Ruhigen. Uiuiui. Spiel hat sich so aufgeregt. Oh, wow, wow. Ich bin hier in so einem Wildererlager. So ein Hügel. Nee. Jetzt bist du unter mir. Kannst du zu mir kommen? Ich mache mir gerade Dings, dem anderen Baseballschläger. Kurz. Und unten nimm mal ein Dings. Bogen. Mir fehlen Holz und Steine, ernsthaft? Irgendwie, seitdem ich aus der Höhle raus bin, hängt mein Game. Also habe ich. Vielleicht wurde die Welt nochmal erneuert. Weißt du, dann neu geladen quasi. Mhm. Was willst du machen? Willst du mal neu starten? Die Frage ist nur, ob ich speichern muss. Ja, speichern geht ja automatisch. Ach so, ob deins gespeichert wird, ne? Ja, genau. Ja, ich würde neu starten. Warte, soll ich mich vorher erstmal ausloggen, damit mein Stand... Ja, quasi ja, mach das. Hm? Spieloption. Notiz, Respawn, Fehler melden. Zurück zum
Ja, das speichert er automatisch. Ah, wird automatisch gespeichert, ja. Bin am Titelbildschirm. Können wir das auch voll gut vorstellen, auf dem Ding zu spielen, weißt du so? Ah, ich habe einen Fehler. Ach, das ist der Fehler, den du hattest wegen Beitreten. Meiner sah anders aus. Eine Fehlermeldung hatte ich hier gerade. Ich hab's gesehen. Ach, stimmt ja. Ja, müssten Sie backen, mal X machen. Ja, wahrscheinlich kamen deswegen die ersten.